Artikelnummer SCP-011. Objektklasse sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-011 und das umliegende Areal sind einmal täglich zu reinigen. Aus Sicherheitsgründen sollte die Reinigung mindestens 30 Minuten nach Sonnenuntergang beginnen. Die Reinigung sollte immer von mindestens 2 Personen durchgeführt werden. Diese sollten auch alles Ungewöhnliche über das Objekt oder die Ablagerungen vermerken. Im Fall, dass das Objekt nach 2 Tagen noch nicht gereinigt werden konnte, müssen alle Anwohner kontaktiert und angewiesen werden, sich dem Objekt nicht zu nähern. Eindämmungsverfahren 2004 aufgehoben. Beschreibung: Bei SCP-011 handelt es sich um eine Gedenkstatue für den amerikanischen Bürgerkrieg in Woodstock im Bundesstaat Vermont. Die Statue stellt einen jungen, männlichen Soldaten dar, der eine Muskete an seiner Seite hält und ist aus Granit gehauen, der in der Region abgebaut wurde. Gelegentlich wurde beobachtet, dass SCP-011 seine Muskete in den Himmel hob, um auf Vögel zu schießen, die versuchten, auf ihm zu landen oder zu koten. Berichte zeigen, dass alle seine Bewegungen weiche Schleifgeräusche erzeugen, aber kein strukturelles Versagen verursachen. Seltsamerweise ähnelt das Geschützfeuer sehr dem einer regulären Feuerwaffe, obwohl SCP-011 lediglich Granitkugeln und Granitpulver in seine Muskete lädt, welche durch das Abfeuern nicht beschädigt wird. Trotz seiner Bemühungen wird es regelmäßig von einem Teil der Fäkalien getroffen. Berichten zufolge ist ihm dies sehr unangenehm und es wirkt sehr verzweifelt, sollte sich eine größere Menge Fäkalien auf ihm ansammeln. In seltenen Fällen kann es sogar dazu kommen, dass es beginnt, auf Menschen zu schießen. Anhang: Alle, die mit der Wartung von SCP-011 betraut sind, finden entsprechende Anweisungen in Dokument Nummer 011-1. Dokument Nummer 011-1, Wartungsanleitung. Dokument 2004 archiviert. Zugang für Mitarbeiter mit Sicherheitsfreigabe 2/011 oder höher. Zusätzliche Informationen: Die scheinbare Sensibilität von SCP-011 hat seit dem ersten Bericht von 1995 zugenommen. Seit 2004 wurden die Verwahrungsverfahren für das Objekt eingestellt, aber es steht ständig unter Beobachtung. Nachfolgend sind die wichtigsten Ereignisse aufgeführt. 12. März 1995. Woodstock-Bewohner meldet, dass sich die Augen der Statue bewegen. Erste Anzeichen von Aktivität. 30. September 1995. Statue feuert zum ersten Mal Muskete ab. 9. Oktober 1995. Die Statue beginnt, Vögel vom Himmel zu schießen. 25. Januar 1996. Registrierung als SCP-011. Verwahrungsverfahren beginnen. 14. April 1997. Beobachtung von SCP-011, wie es sich bewegt und umsieht. 3. Mai 2000. Nachdem Hausmeister scherzhaft guter Schuss zu SCP-011 sagte, antwortete das Objekt mit einer angeblich sehr menschlichen Stimme: Danke. Erste Vokalisierung der Statue. 22. Oktober 2001. SCP-011 führt ein Gespräch mit dem Hausmeister 2001. Einstellung des Schießens auf Vögel. 6. Februar 2002. Auf Bitte von tritt SCP-011 von seinem Sockel herunter. Zeitraum 2003 bis 2004. SCP-011 erreicht ein menschliches Level der Selbstwahrnehmung. 10. November 2004. Verwahrungsverfahren eingestellt. Sorgerecht für SCP-011 auf übertragen. 17. Mai 2005. Berichtet, dass SCP-011 sich romantisch zu ihr hingezogen fühlt. 29. August 2006. Jüngste psychologische Tests ergeben einen IQ von SCP-011 von 133.